Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumion. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von RimWorld. Und Snipe hat schlechte Laune, weil einfach mal sein Freund... Was? Mein Freund starb? Oh. Meine Mutter Nora starb. Na, das müssen dann aber... Nora, Drohne. Na, das waren aber Angreifer. Das ging ja nicht anders, Snipe, mein Freund. Ist doof, aber... Nutzt ja alles nix. Oder? Ja, Snipe, ich weiß, der Gute ist natürlich fertig. Soll er meditieren, das finde ich eine gute Idee, Snipe. Das machst du gut, das machst du richtig. Entspann dich ein bisschen, meditiere ein wenig. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Und wir haben hier noch ein Problem mit einer Wand. Und hier sind auch noch ein paar hässliche Wände gewesen. Dem ist aber schnell zu Leibe gerückt. Wenn der Irwin das denn hinbekommt. Sehr gut. So, das sieht mir aus, als wäre hier kein Dach, oder? Das heißt, jetzt könnten wir das theoretisch auch wegrammeln. Warte mal. Nö, hier dürfte eigentlich jetzt kein Dach sein. Nö. Das heißt, wir müssten hier jetzt unser erstes Raumschiffteil hinbauen können. Tatsächlich. Es ist ja fantastisch. Tja, wie sieht denn so ein Computerkern aus? Der ist klein. Der Reaktor ist relativ groß. Und die Kryo-Schlafkapseln kann man dann so dran setzen wahrscheinlich, ne? An einem strukturellen befestigt werden. Tja, wie viele brauchen wir denn davon? Ich würde erstmal einbauen. Quasi so. Dann den Reaktor hier hinten dran. Na? Reaktor hinten dran. So, der Computerkern. Können wir eh noch nicht bauen. Kryo-Schlafkapseln kommen dann hier so dran. Irgendwie eins, zwei oder so. Gut. Muss mit dem Kopf an den strukturellen im strukturellen Träger des Raumschiffs befestigt werden. Na gut, den bauen wir ja erst. Ich verstehe das schon. So, schlechte Laune. Snipe, Junge, mach irgendwas, um dich ein bisschen zu entspannen. Und vor allen Dingen sollst du Bauteile herstellen. Kritischer Alarm. Oder, warte mal, er könnte natürlich auch einfach mal eine leckere Mahlzeit essen. Das wäre doch schon mal eine Maßnahme, hä? So, das ist doch schon mal schön. Und dann...
produzierter Bauteil. Das finde ich auch gut. Dann gucken wir nochmal. Snipe schläft. Wo schläft denn der? Hier, ne? Der hat eigentlich schon einen super... super Schlafraum. Außer, dass er ein bisschen schmutzig ist, aber sonst... Ansonsten... holt er sich jetzt den Stahl. Wunderbar. Okay. So. So. Gut. Ich bin gespannt. Ja, hält natürlich nicht lange vor, ne? So eine leckere Mahlzeit. Meine Mutter starb, müde. Oh Mann, und das wird auch noch eine ganze Zeit lang so bleiben. Dass er zerrissene Kleidung trägt, tut mir natürlich auch leid. Haben wir nicht noch ein bisschen was Schickes? Nicht so wirklich, ne? Hm. Nun ja, wir werden es sehen. Hier wird abgebaut. Noch Stahl. Können wir auch gebrauchen. Händler vom Schreiberdorf. Okay. Sehr gut. Mal sehen, was die mitbringen. Ich hoffe, was Gutes und nicht wieder irgendwelche Feinde, die uns Böses wollen. So, die Türen sind fertig. Das heißt, wir werden noch mal ein bisschen Granit hier hinsetzen. Damit wir hier wieder ein bisschen besser gesichert sind. Darauf kommt es mir an. Das ist der Grund. Ja. Okay. So, hier haben wir natürlich eine Falle reaktiviert, weil ich dachte, die kommen von da. Sind sie dann gar nicht. Und Layton arbeitet Felsbrocken. Ja, soll er mal machen. Ist okay. Schade ja nix. So, wie sieht's denn aus? Wir haben noch Marmor, Sandstein, Schiefer, Marmor, Sandstein. Küken. Bisschen Granit haben wir aber auch noch. Ja. Das sollte schon noch hierfür reichen, hier für die Absicherung. Da nach rechts und dann... weiß ich auch nicht, ob wir da nochmal ein Türmchen dann hinbauen müssen. So, das passt auf jeden Fall. Das ist in Ordnung. Das ist auch okay. Gut, dass wir uns den Batterieraum da nicht zerschossen haben, ne? Das wäre ja nochmal richtig, richtig bitter geworden. So, wird gebaut. Verbleibende Arbeit 134. Ja, okay. Und das Ding wird auch gebaut. Prima. Plaschstahl haben wir noch. Wir könnten mal handeln, glaube ich, mit irgendwem hier von den Leuten, oder? Jo. Handle. Wie geht's ihm denn? Niedrige Erwartungen, vergnügt, leckere Mahlzeit, gemütlich. Ja, das wird eine Saison, zwei Tage. Eieieiei. Die Handelskarawane zieht weiter. Snipe, war es wohl ein bisschen zu langsam, ma? Na gut, nicht so schlimm. Ich wollte mal gucken, wenn wir hier noch mit dem Fernkampf hätten. Nahkampf. Lumi ist ganz gut. Erin könnte sich eigentlich auch mal so eine Schrotflinte nehmen. Ja, Snipe hat sich erledigt. Danke. Kannst schlafen gehen oder Bauteile produzieren. Das wird ja nichts mehr mit dem Handeln. Habe ich verpennt. Übel, übel. So, Irvin pennt. Das ist gut.
ein schickes Messer am Start. Und wir könnten natürlich auch mal überlegen, ob wir uns nochmal hier an dem Ding nämlich eine schöne Waffe machen. Ein Assault-Rifle. 100 Stahl, 4 Bauteile. Könnten wir uns mal herstellen, oder? Dafür machen wir einen Strom an. Dann gucken wir mal. Der Snipe produziert fleißig Bauteile. Eins ist immerhin schon fertig. Sehr gut. Spitzenmäßig. Mispy spielt Hufeisen werfen, das ist auch gut. Jetzt kommt hier vom ganzen Wandbau noch. Ja. So, Irwin holt sich seinen Stuff. Sehr gut. Und Hühner haben wir auch nicht mehr so viele da rumliegen, ne? Und nahrungsmitteltechnisch ist, glaube ich, aktuell auch okay. Ja. Snipe, ja, mein Freund, ich weiß doch. Kann ich jetzt nicht ändern. Muss er durch? Muss er irgendwie durch? Guck mal, das Ding ist schon fertig. Zeige Statusbericht. Ah, kritische Komponente fehlt. Der Kern, der Reaktor, Triebwerk. Triebwerk und Kryokapsel. Das heißt, wir brauchen noch eine Kryokapsel. Die könnte da ran, okay. Der Kern, der fehlt natürlich. Wir haben doch überhaupt keinen KI-Persönlichkeitskern, das funktioniert also nicht. Ich finde es aber lustig, dass wir ihn da platzieren können. Hier können wir platzieren und hier sagt er, zu wenig vorhanden. Ist ja komisch. Mhm. Gut. Und Forschung läuft ja auch noch, der Antimaterieantrieb. Ja, das ist das letzte Raumschiffteil, ne? Oh. Ein Fehler in einer elektrischen Leitung hat zu einem Kurzschluss geführt. Oh, Backe. Dann mal gleich. Jo, schön sauber machen, sehr gut. Können wir denn so einen Kern auch selber bauen? So einen KI-Kern? Oder kann man den echt nur finden oder erhandeln? Würde mich ja auch mal interessieren. Wie das so ist. Geht's denn unseren Hühnern jetzt mal? Oder irgendwie zum Teil leichten Nahrungsmittelmangel. Na gut. Aber sonst ganz gut, ne? So, der Reaktor wird gebaut. Kryo-Schlafkapseln sind eigentlich auch nicht so problematisch. 4 Bauteile. Reaktor wird gebaut. Der Kern, da müssen wir irgendwie nochmal warten auf so ein Ding. So ein KI-Kern oder den, weiß ich nicht, wo wir den herkriegen. Keine Ahnung. So, wollen wir das mal hier die Arbeit einstellen oder die Aufgaben, die Steinblöcke. Brauchen wir doch im Moment nicht, oder? Schiefer haben wir ganz gut, Granit haben wir noch. Kann der Otschan lieber Bauteile herstellen? Was macht er denn jetzt? Schiefer, okay. Ah, schlecht ist das nicht, dass er das macht. Macht dann jetzt? Füttert die Henne mit Reis. Das ist auch schön. Die sind nochmal unser Tod, diese komischen Hühner.
Hier haben wir noch eine Waffe rumliegen. Okay. Und Otschan bastelt hier weiter an Felsbrocken rum. Gut, wir werden mal Folgendes machen. Wir machen mal hier die Aufgabe raus. Zack. Damit die sich halt nur noch um die Bauteile kümmern hier. Das erscheint mir wichtiger. Auf dass wir das hier hinkriegen. So, kann ihm. Macht nix. Und unsere Batterien sind auch wieder leer. Was ist da los? Das schauen wir uns mal genau an. Unsere Solaranlagen. Vielleicht sollten wir noch mal ein, zwei Solaranlagen bauen. Das wäre noch eine Option. Für Strom. Na? Das passt ja sonst eigentlich hier. Grundsätzlich. Dann bauen wir die nochmal und stellen hier nochmal ein paar Bauteile her. Es nutzt ja alles nichts. So. Macht der Snipe. Gregory bastelt hier an der Waffe rum. Kann der das überhaupt? Der Gregory. Naja. Mal schauen. Wird wohl nicht so eine ganz tolle Waffe werden, schätze ich. Ein Sturmgewehr. Verbleibende Arbeitszeit. Oh, ist auch noch eine ganze Menge. Und hier ebenfalls. Okay. Aber immerhin, der Träger steht. Vielleicht können wir doch nochmal einen Bauarbeiter regenerieren, der uns hier ein bisschen unterstützt. Guck mal. Und hier solche Sachen baut. Der Adrian. Wo ist er denn? Adrian, er schläft. Dass der hier die Tür mal fertig macht und so. Das wäre doch mal eine Maßnahme, ha? So, ich glaube aber... Nö, da ist alles verbunden. Okay. Also wir warten, bis der Adrian... Was? Quatsch, was mache ich denn da? Ein Quatsch. Adrian, ja. Bis der wieder wach ist. Warten wir. Und dann soll er sich aber hier mal drum kümmern. Das Raumschiff soll mal schon der gute Irwin bauen. Der ist da prädestiniert für. So. Gut. Genau. Wunderbar. Jetzt machst du das noch. Sehr gut. Und das wollen wir natürlich noch zumachen. Deswegen machen wir das hier mal in Handarbeit. So, und das letzte auch noch, bitte. Okay. Dann sind wir hier erstmal wieder halbwegs safe. So safe man halt sein kann, ne? Und da müssen wir uns überlegen, ob wir hier noch ein bisschen... andere Verteidigungsmöglichkeiten schaffen. Irgendwie sowas in der Art. So, hat nicht geklappt, oder? Ja, ja, einmal hat er versagt, macht aber nichts. Adrian, mein Freund. Weiter geht's. So, ein Besäufnis. Irin, Mönch. Zu viel Bier im Lager, würde ich sagen. Definitiv. Wir machen mal den Strom ein. Und produzieren nochmal hier. Eine Reihe Klamotten. Wenn es denn klappt. Ich glaube, Stoff haben wir noch. Waschbärenfell haben wir noch. Hasenfell. Also wir haben
diverse Geschichten und einen Haufen Stoff. Und Plush, da haben wir noch 285. Wir brauchen aber für... Da brauchen wir keinen Plushstahl. Und für den Kern brauchen wir auch keinen Plushstahl. Also das ist schon mal gut. Wir könnten natürlich nochmal hier so einen Träger uns leisten, damit wir alle Kryokapseln daran kriegen, ne? Achso, der Kopf muss so ran. 1, 2, vielleicht 4, 8. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir die alle da unbedingt unterbringen müssen. Ach so, da müssen wir jetzt auch noch wieder Stromkabel hinziehen. Das finde ich ja sehr interessant. Mhm. Naja, brauchen wir eigentlich noch nicht machen. Machen wir dann zum Schluss. Ich will nur nicht, dass uns dann der Stahl fehlt oder so, weißt du? Vulkanischer Winter. Ein Teil der Sonnenstrahlung wird reflektiert, was einen Temperatursturz zur Folge hat. Pflanzen werden aufgrund des fehlenden Sonnenlichts leiden, eventuell eingehen. Entweder einige Wochen oder einige Monate. Das ist ja bitter. Da müssen wir uns doch hier mal so eine Sonne noch hinsetzen. So eine künstliche Sonne. Diverses künstliche Sonne. Irgendwie hier sowas. Ja, wir machen es mal. Gucken mal, wie sich das entwickelt. Und wir werden... es wird kalt, ne? Ja. 19 Grad. Das heißt, das wird sowieso mal ausgeschaltet vom Strom. Batterien sind auch leer. Dann müssen wir vielleicht doch nochmal hier auf Generatoren gehen, oder? So, okay. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Und dann außen 18 Grad hier schon mal einschalten, oder? Ja, Zieltemperatur 21. Die werden wir gleich noch ein bisschen höher machen, die Temperatur. Vielleicht muss hier sogar auch noch ein Ofen rein. Und dann ein paar Ventilatoren wieder. Quasi, hier, hier, hier. Und hier. Dann hier eine Heizung hin. Oder so. Ungefähr. Na? Okay, Freunde. Erin forscht fleißig. Das ist gut. Ich glaube, sie müsste sich auch ein bisschen verbessert haben, oder? In der Forschung, naja, bei 9 ist sie... Ist okay. Günstiger wäre es natürlich, wenn unser guter Mispy forschen würde. Was macht der denn eigentlich? Der kocht. Ja, ja, kochen ist auch gut. Kochen ist natürlich auch super. Super wichtig. Super gut. Ja. Wunderbar. Nö, haben sich gut aufgeteilt. Bin ich zufrieden, sollen sie so machen. Das passt. Hier wird Bier hergestellt vom Lumi. Raumschiff ist zum Teil schon mal gesetzt. Triebwerk fehlt. Kryokapsel und der Computerkern. Tja. Den Kern. Den müssen wir irgendwo. Vielleicht sogar hier. Nee, was ist das? Muffalo-Wolle, okay. Die sammeln wir auf jeden Fall ein, damit sie uns nicht hier vergammelt. Das passt. Können sie sich mal holen, die Muffalo-Wolle? Was macht unser Muffalo hier? Rennt hier rum. Sehr gut. Keine Verletzungen. Naja. Ich finde ja, wir könnten die Hühner auch schlachten, aber... Mehrfach angekündigt.
Wieso wird denn so wenig Strom? Das ist doch alles angeschlossen, ne? Ich meine ja. Das ist auch angeschlossen. Das ist an den Batterien dran. Nee, hier gibt es Probleme. Weil das auch nicht so schlimm ist, weil wir haben das Netz ja ganz gut hier durchgezogen. Es reicht einfach nicht. Es reicht aber nicht, der Strom, den wir produzieren. Brauchen wir vielleicht doch nochmal so ein Geothermie-Kraftwerk hier hinten. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, wo wir uns Bauteile selber herstellen können. Was haben wir denn hier? Milch von einem Tier, von dem Muffalo. Sehr, sehr cool, Freunde. Stahl wird natürlich weniger. Okay. Ja, das ist richtig. Auch darauf müssen wir achten. Im Zweifel müssen wir den halt nochmal einschmelzen. Ansonsten denke ich, sind wir auf einem guten Wege. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Numi.